Hallo, ich bin die Sandra von Pferdeinsider.com und ich möchte euch heute mal zum Thema 5 wichtige Faktoren sagen, wie man richtig gutes Heu produziert. Heu ist ja grundsätzlich natürlich das Grundfuttermittel bei Pferden und eine gute Heuqualität ist natürlich ausschlaggebend für ein langfristig gesundes Pferd. Frei nach dem Motto, der Mensch oder auch das Tier isst, was es frisst oder isst halt im Endeffekt. Und deswegen ist natürlich die Basis der Ernährung beim Pferd, das Heu, ganz, ganz wichtig, dass das von bester Qualität ist. Im Moment wird ja überall Heu gemacht, weil das Wetter ganz gut ist eigentlich. Es gibt ein paar Sachen, auf die man unbedingt achten muss. Ja? Und auch wenn man, wenn das relativ logisch sich gleich anhören wird, nichtsdestotrotz wird es häufig falsch gemacht. Das Erste, was man wirklich unbedingt beachten muss, ist, dass wenn man jetzt Heu produziert, dass man das Gras nicht zu tief mäht. Je tiefer man mäht, desto höher ist im Endeffekt die Gefahr, dass man Maulwurfshügel oder generell einfach auch Erdanteil mitmäht. Warum ist das jetzt ein großes Problem? In der Erde können einerseits Bakterien sein, die nicht unbedingt ins Heu gehören. Andererseits bringt es natürlich auch deutlich mehr Staubanteil und auch mehr Feuchtigkeit ins Heu. Das kann sehr leicht zur Schimmelbildung oder zumindest eben zur Staubbildung führen. Und vielen Pferden tut das natürlich ganz schlecht für die Lunge, denn ein Pferd hat einen sehr empfindlichen Respirations-, also Atmungsapparat. Ja? Also das heißt, man sollte mindestens eigentlich das Heu so hoch, also abmähen, also das Gras im Endeffekt, ja, dass man sagt, okay, man mäht es lieber 2-3 cm höher, lässt dafür auch die Maulwurfshügel stehen sozusagen, gerade wenn sehr viele Maulwurfshügel auf einer Wiese sind und hat dafür eben den großen Vorteil, dass nicht so viel Erdanteil im Heu dann vorhanden ist. Der nächste wichtige Faktor ist ein bisschen Aufwand, aber das machen wir auch immer. Wenn wir Heu gemäht haben, gehen wir also nach einem halben Tag ungefähr immer durch unsere ganzen Wiesen und nehmen sozusagen sogenannte Fäusen, also so großblättrige Stängel und Unkrautsachen raus, denn diese sehr dicken, festen Stängel und Blätter trocknen sehr langsam und wenn man im Endeffekt eine gute Gras- und Samen- und Kräutermischung hat und dann aber so grobe Blätter drin, ja, dann trocknen die im Verhältnis eben viel schlechter und auch das kann sehr häufig wiederum zu lokalen Schimmelbildungen im Heu führen. Was natürlich fürs Pferd extrem schlecht ist. Das heißt, wir gehen durch, sortieren eben auch diese sehr schlecht trocknenden, dicken Pflanzenanteile, wie auch zum Beispiel Schierling oder so, sortieren wir nach einer gewissen Zeit aus, ja, damit einfach es nicht zur Schimmelbildung kommt. Beziehungsweise achten wir auch immer sehr darauf, also wie gesagt, wir gehen eben die Felder auch ab, dass wir, bevor wir das Heu einbringen, wirklich schauen, dass sozusagen der Trocknungsgrad in weiten Teilen überall der gleiche ist, weil es kann immer mal irgendwo ein Schattenbereich sein oder eben eine gewisse Hanglage, wo die Sonne nicht so gut hinkommt oder ein Zaun oder ein Baum, der Schatten wirft, wo es im Endeffekt dann lokal noch zu deutlich höherem Feuchtigkeitsgrad kommt und das kann bereits wieder dazu führen, dass es in dem einen Ballen dann wieder zu Schimmelbildung kommt und das ist natürlich sehr schlecht. Der dritte Faktor, den wir immer beachten, ist, dass wenn man das Heu idealerweise nach 3 schönen Tagen, ja, dass man das einbringt, dass man unbedingt das Heu nicht zu fest pressen darf. Je fester ein Heu gepresst wird, ja, desto tendenziell höher ist die Anfälligkeit für Schimmel, wenn das Heu eben nicht hundertprozentig trocken war. Und selten ist ein Heu wirklich hundertprozentig trocken. Und auch wenn man jetzt versucht, wirklich optimales Heu einzubringen, ist einfach immer die Gefahr da, dass eine Restfeuchte zu Schimmelbildung führt. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man es eher lose presst, auch wenn das ein bisschen mehr Aufwand für Pressung und für Lagerung darstellt. Aber nichtsdestotrotz ist das sehr wichtig, gerade beim hochwertigen Pferdeheu. Gleicher Faktor punkto Lagerung ist, dass wenn ich jetzt Heu lagere, dass ich darauf achte, dass ich ausreichend Abstand von Ballen zu Ballen habe,
Oder wenn ich die Möglichkeit habe, ist es natürlich noch besser, dass ich es lose einbringe. Denn loses Heu hat einfach noch eine bessere Durchlüftung, hat die Möglichkeit eben, wenn noch eine Restfeuchte da ist, dass die Restfeuchte relativ schnell verdunstet und sich verabschiedet und eben die Schimmelbildung dadurch gering oder auch eliminiert werden kann. Ja? Zur Lagerung auch zu sagen ist natürlich, dass man achten muss bei den Stadeln, das können wir hier mal schwenken, dass man sieht, dass relativ viel Abstand ist. Ja? Also das heißt, hier kann wirklich die Luft zirkulieren, dass das Heu ausreichend durchlüftet wird im Trocknungsprozess, im Nachtrocknungsprozess. Ja, ist ein ganz wichtiger Faktor auch für Heulagerung. Und natürlich, dass man Heu natürlich auch immer wirklich regengeschützt aufbewahrt. Ja, es hilft nichts, wenn man tolles Heu einbringt und dann regnet sozusagen, weil der Stadel sozusagen undicht ist oder so, oder weil die eine Wetterlage sozusagen schrägen Regen bringt, wie es bei uns im Gebirge auch manchmal sein kann, dann regnet das Heu von außen wieder an und das regelmäßig. Das ist natürlich auch ganz schlecht. Und niemals vergessen darf man natürlich, dass man Pferdeheu also frühestens nach 6 Wochen verfüttern darf, damit wirklich auch die Giftstoffe rausgehen aus den giftigen Pflanzen, wobei es natürlich hiervon auch Ausnahmen gibt, so wie dieses Jakobskraut, ja, was leider auch im getrockneten Zustand für Pferde sehr schlecht ist. Also wir fassen zusammen nochmal zur richtigen Heuproduktion. Wichtig ist, nicht zu kurz mähen, ja, idealerweise wirklich auch händisch kontrollieren, ob der Trocknungsgrad überall gleich ist. Ja, im Idealfall sonst eben zu nasses Heu aussortieren, beziehungsweise auch grob faserige Pflanzenstängel und große Blätter komplett rausnehmen, weil die einfach sehr häufig zu kleinen Schimmelfeldern führen. Die richtige Lagerung und Nachtrocknung ist extrem wichtig und eben auch, dass man wirklich 6 Wochen mindestens wartet, bis man ein gutes Pferdeheu verfüttert. Ich hoffe, ich habe euch ein paar gute Tipps und Anregungen geben können zur richtigen Produktion und Lagerung von Heu. Schreibt bitte unbedingt auch Kommentare rein in unseren YouTube-Kanal beziehungsweise auf Facebook und auch in unserem Blog, blog.pferdeinsider.com, weil wir machen ja Inhalte für euch, für mehr Pferdeverständnis und wollen gerne wissen, ob das interessant war und ob ihr noch Anregungen habt, welche Themen für euch auch noch wichtig wären. Abonniert auch unbedingt unseren YouTube-Kanal und meldet euch gerne auch zum Newsletter an. Der ist kostenlos und bringt immer wieder viele Tipps und hilfreiche Informationen rund ums gesunde und auch richtig trainierte Pferd. Bis bald auf pferdeinsider.com.